Gestern schien die Welt noch unterzugehen, wenn man auf die heftigen Turbulenzen, vor allem an den Anleihemärkten blickt. Heute ist wieder alles gut, die Welt ist gerettet oder doch nicht. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Was hat diese Stimmungsdrehung, die heute greifbar ist, die gestern ja schon eingesetzt hat, eigentlich ausgelöst? Der Ausgangspunkt war eigentlich gestern eine Auktion einer 10-jährigen US-Staatsanleihe, wo die Nachfrage vor allem von ausländischen Käufern sehr, sehr miserabel war. Wenn die Nachfrage gering ist bei Anleiheemissionen, also wenn ein Staat eine Anleihe emittiert, dann steigt normal die Rendite. Dementsprechend ist es genauso gekommen. Die Rendite stieg dieser 10-jährigen Anleihe. Und da die 10-jährige Anleihe die Benchmark schlechthin ist für den amerikanischen Anleihenmarkt, ist es dann insgesamt nach oben gegangen mit den Renditen. Und das war so ein bisschen das Entspannungssignal auch für die Aktienmärkte, die sich gesagt haben, naja, die Welt geht doch nicht unter. Die Panik am Anleihemarkt, wenn man es so bezeichnen kann, die ist ja dadurch entstanden, dass die Notenbanken wie die neuseeländische, aber auch viele andere asiatische Notenbanken die Zinsen sehr deutlich gesenkt haben. 0,5er-Schritte etwa von der neuseeländischen, 0,35er-Schritt von der indischen etc. Also es war ein Purzeln der Rendite. Jetzt ist die Lage schlichtweg so, dass natürlich die Anleihenmärkte maßlos überkauft waren, weil eben die Kurse ständig gestiegen sind. Wenn die Anleihekurse steigen, dann fallen die Renditen. Dementsprechend sehen wir jetzt einfach eine technische Reaktion auf diese maßlose Überkauftheit an den Anleihenmärkten und wir sehen eine Reaktion auf die vorherige Überverkauftheit an den Aktienmärkten. Vielleicht ist es so simpel, ist aber die ganze Geschichte jetzt wieder gut. Ist die Welt wirklich gerettet? Das ist eben die Frage, denn eigentlich hat sich ja nicht so wahnsinnig viel geändert. Es wird aller Voraussicht nach am 1. September die Zölle gegen China geben. Auch wenn am Markt so ein bisschen das Hoffnungsmotiv gespielt wird, naja, sie werden vielleicht doch miteinander reden, vielleicht kann das noch vermieden werden. Und das ist vielleicht einer der weiteren Gründe, die überhaupt nicht substanziert sind, die also keinerlei wirkliche faktische Basis haben. Aber es ist eben manchmal stimmungsgetrieben. Dann haben wir zum Beispiel auch etwas merkwürdig einen Bericht gehabt vom Spiegel, der gesagt hat, ja, Deutschland wird das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts oder einer schwarzen Null aufgeben und wird dafür Anleihen emittieren zum Umweltschutz. Da sollen gigantische Summen reinfließen. Das wurde dann später auch dementiert, hat teilweise auch die Stimmung nach oben gebracht. Da sind dann teilweise auch die Renditen der deutschen Staatsanleihen gestiegen, weil das würde bedeuten mehr Schulden, möglicherweise eben nicht mehr die schwarze Null. Da will der Anleger dann ein bisschen einen Risikoausgleich haben bei den Anleihen, wenn die Bonität leicht schlechter wird, um es mal so zu formulieren. Jedenfalls, das sind so Dinge, die da gespielt wurden, die alle so ein bisschen halbgar sind. Und nach wie vor ist die Situation, dass die Konjunktur global weiter deutlich abkühlt, dass die Notenbanken die Zinsen senken, die Fed mit 100% Wahrscheinlichkeit inzwischen im September. Und die Frage ist, ist es gut, wenn die Notenbanken die Zinsen senken, weil dann wieder alles gut wird, auch mit der Konjunktur? Oder ist es schlecht, weil die Rezession so oder so kommt und die Notenbanken das gar nicht verhindern können? Und was passiert vor allem, wenn die Inflation kommt? Denn meistens kommt die Inflation dann schnell und heftig wie ein Tsunami. Und die Zölle, die hier langsam immer stärker ihre Wirksamkeit entfalten, könnten einen solchen Schub auslösen. Nach wie vor sind die bestehenden Trends intakt, vor allem am Anleihemarkt. Schauen wir uns hier mal ein ETF auf die 10-jährige US-Staatsanleihe an. Da sehen wir hier diesen konstanten Abwärtstrend. Wir sehen hier den überverkauften Zustand hier, den wir da gehabt haben. Das war natürlich schon ein bisschen heftig. Wir sehen aber eben auf der anderen Seite, dass hier Unterstützungen warten, langjährige Unterstützungen, wo die 10-jährige Anleiherendite nie drunter gefallen ist. Also das ist hier eben ein Renditechart, nicht ein Kurschart, um es nochmal klar zu machen. Also das ist sozusagen nach wie vor ein bestehender Trend, der jetzt korrigiert. Und die Frage ist, was passiert eigentlich an den Aktienmärkten? Ist da ein Trend erkennbar oder was passiert das? Wenn Henrik hat diesen schönen Chart hier gezeigt, der hier diese Panik, die zwischenzeitlich auch gestern wieder eingekehrt war, ein bisschen gut zeigt. Dann haben wir oder hier diesen ersten Abverkauf mit dem Tweet von Donald Trump, wir werden ab 1. September die Zölle einführen. Erholung, dann weiter Rücksetzer, etwas höher, das Tief hier als das erste Tief, also so eine Art Doppelboden und jetzt geht es nach oben und jetzt sind wir ziemlich genau an dem Punkt, wo wir sozusagen das Gap jetzt, das hier gerissen wurde, dieses doch ziemlich heftige Abwärtsgap im S&P 500, wo wir das schließen und die Frage ist, wie geht es jetzt weiter, wird jetzt alles wieder richtig toll, wird jetzt das neue Allzeithoch nur noch eine Frage von Tagen sein, da habe ich meine Zweifel, dazu sind die Kursbewegungen einfach nicht
ich sag mal, bullisch genug. Normalerweise in bullischen Märkten geht es langsam, gemütlich, ohne irgendwie größere Sprünge. Wir haben heute zum Beispiel wieder große Kurssprünge gesehen, lange Zeit im Future-Bereich. Also da springt der Nasdaq Future mal 4, 5 Punkte an einem Stück. Ähnlich der Dow Future sogar teilweise 8, 9, 10 Punkte von einem Tick zum anderen. Und das sind so Zeichen, dass da nach wie vor eine gewisse Nervosität da ist. Dass wir jetzt sozusagen den Abbau einer überverkauften Situation haben, aber eben nicht wirklich jetzt klar ist, dass hier die Dinge weiter stetig nach oben laufen, eben weil die Grundkonstellation sich nicht geändert hat. Was haben wir noch? Wir haben zum Beispiel interessanterweise die Konstellation Gold zu Öl. Und das ist normalerweise kein so furchtbar gutes Zeichen, wenn wir hier so deutlich nach oben gehen, nämlich hier beim Gold im Vergleich zum Öl. Wir haben ja gestern einen herben Abverkauf gesehen beim Öl, während Gold ja deutlich gestiegen ist. Was haben wir noch? Wir haben vielleicht diesen Chart, der auch zeigt, dass wir zwar jetzt bei dieser abgeschlossenen Earnings Season, also praktisch der Bilanzsaison in den USA, die Zahlen eigentlich okay waren. Es ist dann dieses immer wieder wiederholte Mantra, ja, Dreiviertel aller Unternehmen haben die Erwartungen geschlagen, was Earnings per Share betrifft, also Gewinn pro Aktie. Nur schön, wenn ich die Erwartung so weit runtersenke und immer weniger Aktien am Markt habe, ist das gar nicht so schwer. Entscheidender wahrscheinlich, dass die Ausblicke gesenkt wurden, und zwar ziemlich auf breiter Front und etwa von 80% der Unternehmen. Und so sehen wir hier Earnings per Share und sehen hier, dass das schon deutlich tiefer ist. Wir sind nach wie vor in einer Gewinnrezession, aber die Märkte denken sich, okay, das wird aufgefangen durch die Fed. Die Fed wird die Zinsen radikal senken müssen. Dann entsteht wieder Liquidität. Dann können Aktienrückkäufe einsetzen. Das ist so ein bisschen die Logik, die scheinbar am Markt gespielt wird. Schauen wir uns die Charts mal an. Hier sehen wir den Nasdaq 100, etwa 1,5% heute im Plus. Also es geht nach oben für die Tech-Werte vor allem, aber das gilt eben auch dann für den Dow Jones, der aktuell bei 26.297 ist, trotz seiner Abstufung von Caterpillar, immerhin ein Schwergewicht eben auch im Dow Jones. Wir sehen hier den S&P 2.927, wie gesagt, das Gap so im Bereich 2.930, was macht der DAX aus der Geschichte? Der kann sich halten bei 11.828, hat also die 11.800er Marke nach oben überwinden können. Wir haben dann den Euro-Dollar, der sich hier seitwärts jetzt zwischen 1.1180 etwa und 1.1240 positioniert. Wir sehen Gold, das jetzt wieder knapp unter der 1.500er Marke ist, aber nicht wirklich jetzt unter Druck kommt, sich nach wie vor eben in Sichtweite dieser 1500er Marke hält, und wir sehen, dass Öl eben auch nicht so richtig aus dem Quark nach oben kommt. Ja, wir sind höher, wir waren ja gestern schon in Richtung 50 unterwegs, aber so der richtige Befreiungsschlag, der scheint nicht zu gelingen, $52,45 um 8 Uhr, also in Kürze gibt es ein Live-Webinar. Ich versuche den Link unter das Video zu machen oder in den Videotext zu machen, dass Sie sich da einloggen können, ist ein Link, den Sie einfach in Ihren Browser kopieren, und dann können Sie da sozusagen dabei sein. Mein Gast heute ist wieder der Bullennörkler, der hat interessante Charts mitgebracht, wie ich schon weiß. Und es ist manchmal eben einfach angenehmer, wenn ich nicht die ganze Zeit sabbeln muss, sondern da einfach ein bisschen Diskussion ist, andere Perspektive ist, das macht das Ganze für Sie wahrscheinlich noch interessanter. Also würde mich freuen, wenn Sie da reinschauen. Die Charts gesponsert wie das heutige Webinar von Capital.com. Ich wünsche das Allerbeste erstmal und hoffentlich sehen wir uns gleich um 20 Uhr. Bis dann, Servus und Ciao.